Was hätten wir hier? Okay, wir müssen das Falkenauge finden. Ist das ein Gegner? Ah, Mumien! Oh Gott! Oh, du kommst mir doch sehr bekannt vor. Böser Schattenmann. Okay, hier kommt die stärkere Form von Schattenmann. So, dann würde ich sagen, PK Freeze. Das zieht ihm ja ganz viel ab. Und sein Körper wird steif. Haha. Aber er ist doch nur eine Mumie. So. Und der Gegner hinterlässt einen Mumienwickel. Was ist das? Was macht es? Was tut es? So. Benutze es im Kampf als Peitsche. Nimmt ein Gegner Schaden. Bewegt sich eine Weile nicht mehr. Okay, cool. So, es geht direkt weiter. Wow, wow, was zum... Die Bemalung greift mich an. Was ist das denn? Wächter-Hieroglyph. Wow. Also die Gegner sind schon ziemlich kreativ, muss ich sagen. Ja, kreativ. Ich kann es nicht mal aussprechen. Wow. Und du wurdest besiegt. Ha, wir haben eine Bemalung zerstört. Und wieder wenden wir uns gegen Kunst. So. Okay. Oh, du bist also kein Gegner. Ein Sarg. Tada, darum findest du Wiper. Wiper. Wo ist Wiper? Benutze es im Kampf. Beißt sie den Gegner und verschwindet. Sie vergiftet dabei Gegner. Cool. So. Dann geht es direkt weiter. Mann, das ist aber eine ziemlich große Pyramide. Von draußen sah es gar nicht so groß aus. Wow, 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 Bemalung. Bemalung greift uns an. Eine unechte Schlange. So. Aber die sieht nicht sonderlich stark aus. Deshalb, wenn du kannst die Attacken benutzen. Autsch. Aber die macht doch, die macht viel Schaden. Aber die hat wenig HP, glaube ich. Nein, hat sie nicht. Oh, endlich. Sie wurde besiegt. Ich weiß nicht, waren das alle Gegner in die Pyramide? Ich weiß es nicht. Also den kennen wir ja schon, oder? Nee, ich glaube, den kennen wir nicht. Das ist so ein Archer. Nee, doch, dich kennen wir. Bam, fertig gemacht. Ja, das Falkenauge brauchen wir übrigens später für einen anderen Ort, wo es stockfinster ist. Und damit machen wir Licht und wow, eine Schlange. So, was hätten wir hier? Wow, eine weitere Brotdose. Wurst, sie ist weg. Ein Hoch auf Jeff, erstmal wieder vergiftet. So, Ness, ach gut, du hast keine PP mehr. Okay, dann würde ich sagen, Sachen, Puh, du hast noch eher Nahrung, damit Jeff, Ness auch mal PP hat. Ness, SP, PS, ah, ich kann nicht mehr richtig lesen, ich kann nicht mehr richtig denken. Egal, Medizin, Jeff, damit er auch mal wieder gesund ist. So. Oh, rein da. Gut, geschafft. Nein! So, lauf, 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 lauf. Oh, das war knapp, das war knapp. So, mal sehen, wer oder was sich hier unten befindet. Oh, bist du echt? Du bist nicht echt, oder? Tada, daran führt zu Tempo-Kapsel. Cool. Nicht cool. Was greift mich an? Was bist du denn? Boah! Königswachen-Golem. Wow. Gut. Ich probier nach, verdammt. So, Paula, probier's mal mit PK Freeze. Jeff, schießt die Schlange ab. Und du auch. Boah, der ist bestimmt stark. Ich glaube, von dem gibt es auch eine stärkere Form. So. Ah, sie umwickelt mich. Sie umwickelt Jeff. Stop it. Autsch. Er fuckt mich herum. Boah, vor dem habe ich Angst. Der sieht so stark aus. So. Jeff kann sich wieder bewegen. Und die Schlange lebt immer noch. Mann. Jetzt stirbt doch endlich. So. Gut. Ness. PK Rockin. Paula. PK Freeze. Und dann müsste er auch tot sein. Boah, bei dem müsste er echt aufpassen. Der hat irgendwie. Okay, er war nur groß. Aber Größe ist nicht alles. Ich fand die Schlange irgendwie stärker. Instant Mutpille, okay. Puh, das war hart. Nein! Puh, die Dungeon geht mir jetzt schon auf den Sack. Und immer diese langen Treppenpassagen. Aber soweit ich mich recht erinnern kann, kommt jetzt ein Bossgegner. Der dritte Bossgegner in den 30 Minuten. Unglaublich. Wir kommen schnell voran. Und hier hätten wir Wächter, General. Okay. Und ich würde sagen, Jeff macht sie eigentlich nicht fertig, denn er hat Flaschenraketen. Yay. Yeah. Die anderen, die müssen nichts machen. Die müssen Jeff nur zuschauen. Was zum... Du hast... Nein!
Jeff! Meine einzige Hoffnung! Ja, sieht ein bisschen blöd aus. Da kannst du noch Picket Rocket helfen. Was sage ich? Ja, Jeff, unsere einzige Hoffnung. Jeff ist tot. Natürlich, danke. So, ab du bist weg. Ermordet haben wir dich. So. Jeff wäre jetzt auch gelevelt. Jeff ist tot. Aber das macht nichts. Was zum... Hört ihr mal auf zu leveln? Okay, endlich. Meine Güte. Ist ja schön, dass ihr levelt. Aber die Anzeige... Was zum... So, zum Glück war das ein Back-Attack. Jetzt können wir abhauen. Weglaufen. Jetzt müssen wir uns beeilen. Hier ist ein Schalter. Jemand muss auf einen Schalter gedrückt haben. So, und jetzt müsst ihr zurückgehen. Und wieder hoch. Wir sehen uns dort, wo die Brotdose war. Brotdose, Insider. So, auf dem Weg hierher ist Pooh gestorben, aber wen interessiert's? Und ein Loch unter dem Sarg. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Nicht, als hätten wir das schon gewusst, aber egal. Da ist etwas auf der Plattform. Möchtest du es nehmen? Was ist das für eine dumme Frage? Yay, und wir erhalten Falkenauge. So. Und wie kommen wir an dem vorbei? Komm her. Komm her. So. Ich mach das geschickt. Seht mal. Wow. Haha. Damit hättest du nicht gerechnet. So. Und Paula ist gleich tot, denn sie ist erkältet. Nein. Lass mich in Ruhe. Yay, wir sind entkommen. So. Wow, was ist hier los? Wow. Nein. Wir können eigentlich nur weglaufen, weil Paula und Jeff fast tot sind. Paula und Ness. Alle haben Paulas zu. Ja, komm, stirb doch. Hauptsache Ness überlebt. Nein. Okay, lauf. Oh, das war knapp. Okay, ich muss so schnell wie möglich. Oh, Paula ist tot. Nein! Mann, alle sind tot und Ness stirbt auch gleich, weil er vergiftet ist. Und ich habe nur noch 15 AP. Was soll ich tun? Verdammt! Oh, ich bin draußen. Was? Mann, das überlebe ich doch nicht. Was zum... Gute Arbeit. Du hast es geschafft. Boah, du hast uns geheilt. Boah, ey. Ich bin echt so ein Lacker. So viel Glück auf einmal in den 30 Minuten. Boah. Endlich treffen wir uns, Prinz Pooh. Was denn jetzt? Die Sterne prophezeien diese Begegnung. Es ist an der Zeit für dich, den Weg des Sternsturms zu beschreiten. Für die nächste Zeit musst du weit entfernt von einem Freund mit mir leben. Verstehst du? Es gibt nur eine Antwort. Ich muss dich mitnehmen, auch wenn du nicht willst. Du bleibst eine Weile bei mir, verstanden? Es ist wichtig, dass ich den Sternsturm lerne. Es wird sehr hilfreich sein. Sobald ich ihn gelernt habe, treffe ich euch wieder, Ness. Vertrau mir, wir sehen uns wieder. Nein, Pooh! Oh, na gut. Okay, Leute, bitte sagen, ich schneide hier und im nächsten Part, da, geht's weiter. Also, bis zum nächsten Mal.